Sie alle kamen zusammen, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Der Lesben- und Schwulenverband LSVD und die Stiftung Denkmal für ermordete Juden Europas hatten am Dienstag im Berlin-Tiergarten zu einer Gedenkfeier eingeladen. Und über 200 teils prominente Gäste folgten der Einladung. Am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen wurde aufgefordert, aus der Geschichte zu lernen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Für viele Teilnehmer ist die Erinnerung an die NS-Gräueltaten ein berührender Augenblick. Im Anschluss an die Gedenkfeier wurden Kränze niedergelegt. Unter den Nationalsozialisten galt Homosexualität als eine widernatürliche Veranlagung und als eine schädigende Seuche, die auszurotten sei. In Berlin ist heute an die Verfolgung von Homosexuellen durch die Nationalsozialisten erinnert worden. Bundestagsvizepräsident Thierse forderte am neuen Denkmal für die Opfer ein aktives Gedenken. Es gehe um eine Kultur der Humanität und der Anerkennung. German officials are inaugurating a memorial to the thousands of homosexuals killed under the Nazis. The memorial is on the edge of Berlin's Tiergarten Park. Nazi Germany declared homosexuality an aberration and a threat to the German race. Some 50,000 homosexuals were convicted as criminals. An estimated 10,000 to 15,000 gay men were also sent to concentration camps.